Herzlich willkommen zu diesem neuen Format. In diesem Video beantworten wir Fragen rund um das Thema, was kann ich eigentlich von der Steuer absetzen? Wenn das interessant für dich ist, dann solltest du dir dieses Video unbedingt anschauen. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und diesen Kanal, den gibt es ja schon eine Weile und wir haben uns jetzt ein neues Format ausgedacht. Und zwar kannst du uns ja immer Fragen stellen, entweder unter den Videos, das heißt, du kannst einfach unsere Videos kommentieren mit dem Hashtag Steuerfrage. Wir haben aber auch, und das ist unsere Prio Nummer 1, eine Kontist-Community. Und in der Kontist-Community kannst du auch Fragen stellen und da schauen wir immer als erstes rein, wenn wir Fragen für dieses Format suchen. Du kannst dich anmelden zur Community unter community.kontist.com. Den Link findest du natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie du auch Fragen einreichen kannst für dieses Video. Und am besten schauen wir uns einfach mal die ersten Fragen an. Die erste Frage kommt von IFS. Kann man die Kosten für den Steuerservice absetzen? Ich würde hier die Frage mal ein bisschen weiter fassen und einfach mal generell beantworten, kann man die Kosten für einen Steuerberater überhaupt absetzen? Da muss man erstmal unterscheiden, was rechnet der Steuerberater eigentlich ab? Die Kosten für eure Selbstständigkeit, also für die Buchhaltung, die laufende Beratung, wie du deine Rechnungen stellst, den Firmenwagen anschaffst, die betrieblichen Steuererklärungen, also Gewerbesteuererklärung, Umsatzsteuererklärung, Umsatzsteuervoranmeldung und all diese Dinge, die sind vollkommen ohne Limit absetzbar. Das heißt, die kannst du ganz normal in deiner Buchhaltung einbringen und da als Betriebsausgabe berücksichtigen. Bei den Kosten, die auf die private Einkommensteuererklärung entfallen, musst du unterscheiden, ob es Arbeiten sind, die mit einem Einkommen zusammenhängen oder wirklich Arbeiten sind an Dingen, die komplett in den Privatbereich gehören. Komplett in den Privatbereich gehören zum Beispiel deine Kinder. Das heißt Kinderbetreuungskosten, Kindergeldansätze, Kinderfreibeträge, aber auch Haushaltsdienstleistungen und sowas. Das gehört 100% in den privaten Bereich und das kann steuerlich nicht geltend gemacht werden. Allerdings alles, was irgendwie mit Einnahmen zu tun hat, also Vermietungseinnahmen, Angestelltenverhältnis, die Selbstständigkeit natürlich, Land- und Forstwirtschaft, sonstige Einkünfte, Kapitalvermögen und solche Sachen, das ist alles absetzbar. Man kann theoretisch auch eine Liste anlegen, welche Anlagen sind absetzbar und welche nicht absetzbar. Wären zum Beispiel Anlage S, Anlage G, Anlage EUR, Anlage L, Anlage V und so weiter. Ich blende hier alle gerne einmal ein. Die Arbeiten daran, die kannst du absetzen. Die gute Nachricht ist, das ist jetzt erstmal viel zu wissen. Allerdings, wenn du einen Steuerberater hast, dann weiß der Steuerberater das natürlich auch. Und wenn du bei uns Mandant bist, dann berücksichtigen wir das natürlich für dich. Und das ist auch das, was ich von jedem Steuerberater erwarten würde, dass er natürlich weiß, wie die eigene Rechnung in deiner Steuererklärung berücksichtigt werden kann und das dann auch für dich erledigt. Die nächste Frage kommt von Markus Biedermann. Und Markus fragt, ich habe ein Arbeitszimmer in der eigenen Wohnung, die mir gehört. Letztes Jahr habe ich einen neuen Parkettboden verlegen lassen, unter anderem auch im Arbeitszimmer. Zählt sowas auch zu den Kosten? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Grundsätzlich gibt es ja Regelungen rund um das Homeoffice, wie viel du absetzen kannst. Ich habe dazu auch ein vertiefendes Video aufgenommen, das solltest du dir unbedingt anschauen. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Wenn du aber grundsätzlich kein Limit hast, wie du Kosten berücksichtigen kannst für dein Homeoffice, dann kannst du selbstverständlich auch alle Renovierungskosten absetzen. Das heißt, Parkettboden, kannst auch was anderes auf den Boden legen, Tapeten, Farben, Steckdosen, Heizung und so weiter. All das, was auf dein Arbeitszimmer entfällt, kannst du natürlich von der Steuer absetzen. Du solltest dafür aber immer eine separate Rechnung haben. Wenn du Handwerker kommen lässt, die das machen, die sollten dir zwei Rechnungen schreiben. Einmal für den Privatbereich und einmal für den Unternehmensbereich, dass du auch eine Rechnung hast für deine Buchhaltung. Wenn du selber machst, dann solltest du auch getrennt einkaufen. Ich weiß, es ist ein bisschen ärgerlich, du wirst es dir aber selbst danken, wenn du deine Buchhaltung machst. Was natürlich auch möglich ist, möchte ich an dieser Stelle nur einmal erwähnen, wenn du zum Beispiel nur dein Arbeitszimmer neu gestaltest, dann kannst du natürlich die Kosten 100% absetzen. Die nächste Frage kommt von Xavier und Xavier schreibt, gehört die PKV zu den Betriebsausgaben? PKV, für die, die es nicht wissen, heißt private Krankenversicherung. Und er fragt, beziehungsweise kann man die auch irgendwie anderweitig absetzen? Und das ist eine Frage, die bekomme ich sehr häufig. Deswegen Xavier, vielen Dank, dass du sie da auch nochmal gestellt hast. Ich bekomme die so häufig, dass ich dazu schon mal ein eigenes Video gedreht habe. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Das heißt, damit ist die Frage auch beantwortet. Ich möchte sie dir aber auch gerne hier nochmal beantworten. Und zwar die Krankenversicherung. Deine eigene Krankenversicherung hat nichts in deiner Buchhaltung zu suchen. Das ist keine Betriebsausgabe. Die reduzieren nicht deinen Gewinn deiner Selbstständigkeit. Anders ist es allerdings bei den Krankenversicherungen, wenn du Mitarbeiter haben solltest. Das heißt, wenn du die Krankenversicherung für deine Mitarbeiter abführst an die Krankenkasse, dann ist das eine Betriebsausgabe, weil es in dem Fall nicht deine eigene private Versicherung ist, sondern die Lohnnebenkosten deiner Angestellten. Und dann ist es eine Betriebsausgabe. Das Ganze heißt allerdings nicht, dass du deine Krankenversicherungsbeiträge gar nicht absetzen kannst. Du kannst deine Krankenversicherungsbeiträge nämlich einmal im Jahr, wenn du deine Einkommensteuererklärung
Steuerberatung machst, als Sonderausgabe absetzen. Und das ist auch ganz interessant, denn du kannst deine Basisabsicherung zur Krankenversicherung nämlich auch in der Höhe unlimitiert absetzen. Da gibt es keine Grenze, wo denn darüber hinaus gezahlte Beiträge nicht geltend gemacht werden können. Deswegen Krankenversicherungsbeiträge auf jeden Fall steuerlich relevant und solltest du auch angeben, aber bitte nicht in der Buchhaltung, sondern in der Einkommensteuererklärung. Die nächste Frage kommt von Andrea Wesch. Lange Frage. Sie schreibt, ich werde als Dozentin freiberuflich tätig sein. Von meiner Seite erstmal herzlichen Glückwunsch. Selbstständigkeit ist immer eine gute Idee. Und so wie es momentan aussieht, sind meine ersten 4 Auftraggeber alle durch § 4 Umsatzsteuer befreit. Kann ich dennoch meinen Kauf von Laptop und Co. als Kosten absetzen, auch wenn ich damit quasi nur umsatzsteuerbefreite Umsätze generiere? Lange Frage, kurze Antwort. Ja. Aber ich hole gerne auch noch ein bisschen weiter aus. Man muss bei Betriebsausgaben immer 2 Sachen beachten. Kannst du sie generell als Betriebsausgabe absetzen? Also können sie deinen Gewinn reduzieren und damit auch deine Einkommensteuer reduzieren? Eindeutig ja in deinem Fall. Überhaupt gar kein Problem. Schaff's betrieblich an. Das ist ohne Probleme machbar. Anders verhält es sich mit der Umsatzsteuer. Ein normaler Unternehmen, also ein Unternehmen, das Umsatzsteuer auch abführt, kann ja nicht nur Umsatzsteuer ausweisen, sondern auf der anderen Seite auch die Umsatzsteuer, die einem beispielsweise durch Apple ausgewiesen wird, auch geltend machen und sich das im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung das Geld wiederholen. Das geht bei dir nicht. Wenn deine Leistungen umsatzsteuerbefreit sind, zumindest in dem Fall, dann sind die Einkäufe, die du hast, hast du auch keine Möglichkeit, die Umsatzsteuer geltend zu machen. Du machst einfach keine Umsatzsteuervoranmeldung. Dadurch sind deine Anschaffungskosten ein bisschen höher. Allerdings kannst du sie auf jeden Fall in deiner Buchhaltung als Betriebsausgabe absetzen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Captain Jimmy hat auch noch eine gute Frage. Die hat mich persönlich sehr gefreut. Ich lese sie einfach mal vor. Wenn ich freiberuflich als Einzelunternehmer eine Webseite für Wassersport betreibe und für Dreharbeiten von Videotutorials ein Schlauchboot anschaffe, kann ich die damit entstehenden Anschaffungskosten dann als Betriebsausgabe in der Einkommensteuererklärung geltend machen? Die Frage hat mich sehr gefreut. Captain Jimmy. Wenn du dieses Video siehst, poste doch mal den Link zu deiner Webseite in die Kommentare. Ich würde mir das tatsächlich persönlich gerne anschauen. Ich weiß jetzt nicht, was du machst, aber aufgrund der Frage, die du gestellt hast, sind mir schon mal 2 Dinge aufgefallen. Erstens, als Freiberufler eine Webseite betreiben für Wassersport, das klingt für mich schon sehr gewerblich. Da ich nicht genau weiß, wie deine Webseite aussieht, wie genau deine Arbeit aussieht, würde ich dir aber dringend trotzdem einmal raten, dass du dich mit dem ganzen Thema Abgrenzung zwischen Freiberuflichkeit und Gewerbe einmal beschäftigst. Ich habe dazu schon mal ein Video aufgenommen, das verlinke ich dir hier oben rechts. Wenn du eventuell gewerblich bist, dann solltest du das bitte auch als Gewerbe anmelden, sonst kriegst du im Nachhinein einige Probleme. Und ein zweiter Punkt, der mir in der Frage auch schon aufgefallen ist, ist Betriebsausgabe in der Einkommensteuererklärung geltend machen. Die Betriebsausgabe solltest du idealerweise in der laufenden Buchhaltung schon berücksichtigen. Natürlich, die laufende Buchhaltung endet in der Einnahmenüberschussrechnung und die endet dann in der Anlage EUR in der Einkommensteuererklärung. Deswegen ist es nicht falsch, dass du sagst, Betriebsausgabe in der Einkommensteuererklärung. Allerdings solltest du wissen, deine Betriebsausgaben solltest du idealerweise unterjährig schon in der Buchhaltung berücksichtigen. Und jetzt erstmal fertig mit der Frage und ich gehe mal zu deiner Antwort. Wenn du bestimmte Investitionen brauchst, um deine Einnahmen zu haben, dann kannst du diese Investitionen und diese Ausgaben von der Steuer absetzen. Und das gilt natürlich für dich auch. Ich meine, wenn du über Wassersport berichtest, gilt das natürlich auch für dein Schlauchboot. Entweder brauchst du dein Schlauchboot, um es zu zeigen, also so als Requisite, als Gegenstand, den du vorstellen möchtest, dann wäre das möglich. Aber auch wenn du das Schlauchboot brauchst, um aufs Wasser zu fahren und von da dann zu filmen, auch dann ist ja die Anschaffung des Schlauchbootes betrieblich veranlasst und dann kannst du die ohne Probleme als Betriebsausgabe absetzen. Was allerdings nicht geht, ist, wenn du eigentlich privat gerne ein Schlauchboot hättest und dir jetzt irgendeinen Grund ausgedacht hast, warum du vielleicht auch so ein bisschen damit arbeiten könntest und die private Nutzung eigentlich im Mittelpunkt steht und das eigentlich nur steuerlich begünstigt über die Betriebsausgabe abwickeln lassen möchtest, dann würde sich das Finanzamt zu Recht beschweren, weil dann versuchst du einfach nur eine private Ausgabe irgendwie von der Steuer abzusetzen und das ist nicht erlaubt. Das war das erste Video in diesem Format, dass wir eure Fragen nehmen und ich diese Fragen in einem Video beantworte. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Format haltet. Findet ihr es gut? Was können wir besser machen? Wie sollen wir es in Zukunft gestalten? Ich freue mich sehr auf euer Feedback. Und ich habe abschließend noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und zwar funktioniert dieses ganze Format nicht, wenn ihr nicht mitmacht. Das heißt, wenn wir keine Fragen haben, können wir auch keine Fragen beantworten. Unbedingt, erster Schritt, meldet euch in der Kontist-Community an, und zwar unter community.kontist.com.
Ihr findet den Link auch unten in der Videobeschreibung und stellt da eine Frage. Wenn ihr sagt, nee, anmelden möchte ich nicht, dann könnt ihr auch irgendeins unserer Videos kommentieren mit dem Hashtag Steuerfrage. Auch dann finden wir die Frage und dann bist du vielleicht auch in diesem Video dabei. Abschließend möchte ich aber noch eine Frage beantworten, die ich ganz häufig höre. Und zwar die häufigste Frage, die mir gestellt wird: Melchior, kennst du eigentlich irgendeinen guten Steuerberater? Und meine Antwort ist ja. Ich kann uns nämlich empfehlen. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige, arbeiten komplett digital. Und wenn du auf der Suche bist nach einem Steuerberater oder jemanden kennst, der einen Steuerberater sucht, dann klick einmal hier oder schick dieser Person diesen Link und da findest du alle Informationen, was wir machen und wie wir dir helfen können. Schau aber auch unbedingt dieses Video an, da erkläre ich dir nämlich genau, was eigentlich diese Contest-Community ist. Oder schau dir eins unserer weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier.